Einmal für die Mama. Ja, ist geil. Ja, machen wir. Ja. Gute Idee. Heute erst alleine fand ich den Kopf. Nee, kommen wir zusammen. Hallo. Ja, Matthias. Hallo. Ich hab mein Spielzeug mitgebracht. Ja, dann kommst du auch mal ins Fernsehen. Ja. Und wie geht's dir? Sorgt sich schon zurecht, ne? Ja. Ja. Gefällt dir die Farbe? Weihnachten von unserer Nachbarin eine schöne Karte gekriegt zu Weihnachten. Und da habe ich ihr jetzt letzte Woche einen Brief geschrieben, der Frau Lange. Und ganz toll, etwa nach den Lern schön ins Reine geschrieben, die hat so eine schöne Schrift. Ne? Und da habe ich gedacht, dann freut die alte Frau sich auch. Ne? Oh, und da ist die Mama. Ich hatte doch den Andreas einen Kühlschrank gekauft. Ne? Mhm. Und sind wir dann ja nach Kleinberg gefahren, dann haben wir den gekauft. Die haben den auch aufgestellt und hatten da keine Probleme. Ja. Und da sagt er zu mir, weißt du, ich bewundere dich, dass du in deinem Alter noch so gut Auto fährst. Ja. Ich sag, ja, Andreas, wenn ich das nicht mehr darf, dann will ich auch nicht mehr leben. Da sag ich, dann bin ich ja so abhängig von dem Mann, dass er mal mit mir einkauft. Und auch so kann ich mal schnell nach Klamberken fahren und rumbutschern ein bisschen oder so. Ne? Richtig. Denn manchmal den schläft der Hans den ganzen Tag. Merkt ja gar nicht, ob ich da bin oder nicht. Kriegt er gar nicht mit, ne? Nee. Da kann ich auch mal schnell nach Second-Hand-Laden fahren. Und da hatte ich, hast du noch gar nicht das kleine Schränkchen gesehen. Naja, wenn wir ins Wohnzimmer gehen, dann siehst du das. Ja. Das habe ich mir da gekauft im Second-Hand-Laden. Für 8,50 Euro. Schön. Und da habe ich heute eine Steckdose dahin gemacht, so ein Verlängerungs. Ich denke, wenn da Matthias mit seinem Laptop da wieder Anschluss braucht oder so. Ja, das ist super, das ist eine gute Idee. Großer Bruder. Ja. Jetzt vermisst Hauke ihn auch. Ja, natürlich. Sagt er jetzt, hätte ich bloß mich öfter mal mit ihm. Ja. Irgendwann ist es zu spät. Ja. Die Zeit nutzen, ne? Auch mit der Mama.